Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Kotz Bioshock, wo wir heute die eine Tante da finden, aber erstmal vor der Kamera flüchten hier. Mit der habe ich jetzt nicht... Warum klingelt die noch? Die soll aufhören zu klingeln. So, wir werden jetzt das erste Mal... Haben wir schon mal einen genutzt? Ich nutze jetzt zumindest das... Ich glaube zum ersten Mal einen Auto-Hacker-Fall, so. Weil sonst schaffe ich das hier bestimmt nicht, so wie ich mich kenne. Was ich jedenfalls schaffe, ist die Tante hier umzubringen. So, auf Wiedersehen, Fräulein. Was geht hier so? Irgendwas passiert hier gerade. War wohl nicht ganz so wichtig. Ist hier auf der Seite irgendwas relevant? Hier ist bestimmt ein Kassettenrekorder. Hier ist bestimmt ein Kassettenrekorder. Was soll der sonst sein? Ja, natürlich. Ich kenne auch meine Pappenheimer und natürlich Schrot. Aber Kassettenrekorder. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst keinen Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair, du Trottel. Das ist natürlich auch ein Arschloch eigentlich, aber gut. Oh, schöne Bühne. Müsste ich eigentlich so ein bisschen, eigentlich bräuchte ich einen Auftritt oder so. Ich kann bestimmt hier so ein bisschen Striptease oder so weit, weil man natürlich für Striptease unbedingt ein Mikrofon braucht. Wie die professionellen Stripper unter uns wahrscheinlich. Kann ich da benutzen? Das ist ja magisch. Okay. Ein Klo auch benutzen kann ich auch. Ja, das ist ja verrückt. Sind wir hier in Australien oder in den USA? Ich weiß es nicht. Toll. Klavier spielen kann man, glaube ich, irgendwie manchmal auch. Oder das war ein Bioshock Infinite. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo kann man Klavier spielen. Versprochen. Ich habe hier gerade was blinken gesehen. Aha! Barbarismus, was? Barbarismus, auch das noch. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt... Eleanor jetzt auch Hunde fressen. Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß. Das ist ja auch quasi ein lustiges Mädchen. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Meinst du dieses Plakat hier? Das wir zufälligerweise entfernen können und einen Knopf dahinter finden. Ist ja magisch. Habe ich den schon getätigt? Ja. So, und dann geht diese tolle Tür auf, die toll versteckt war auch. Also ich hätte sie quasi fast nicht gefunden. Mehr oder weniger. So. Dafür aber hier Fenster. So. Schöne Gubschluke. Fast wie auf dem Schiff. Guten Tag. Geiler Stock. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir, ihr Kind, anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Ja, also man kann die Frau jetzt umbringen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht so ganz warum. Also die hat uns natürlich ein bisschen beschimpft oder was, aber... Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Also ich... Keine Ahnung, wüsste nicht, was die Frau uns jetzt so getan hat. Vielleicht habe ich aber auch nur wieder nicht aufgepasst. Das ist im Bereich des Möglichen. Also ihr könnt die umbringen, dann... Ist sie tot? Das ist im Grunde genommen das einzige Positive, was das mit sich bringt. Oder ihr könnt die auch am Leben lassen und dann hilft die euch noch. Also die ist, wie man sich in Bioshock-Spielen vorstellen kann,
Wohnung noch wichtig fürs Ending und die hilft auch jetzt quasi. Aber werden wir ja jetzt sehen. Los! Ja, bin auf dem Weg. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Ja, sag ich dir. Überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Ja, tut sie. So, also, ja. Erzähl. Dein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Tja, wie kommt denn sowas zustande? Hör mal. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen. Aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Ja, mach das doch mal. Erstmal ein Tagebuch. Ach, ich Grace Holloway, wer sonst? Es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamb war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen. Ja, laber aber dein eigenes Tonband, du Ziege. Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. So, das ist jetzt das, was sie unmittelbar tut für uns. Nämlich diese beiden Roboter hier. Die sind tatsächlich sogar relativ stark. Aber wie gesagt, die wird noch das ein oder andere weitere Mal behilflich sein. Vor allem so Richtung Ende des Spiels. Je nach Schwierigkeitsgrad macht das dann tatsächlich sogar wirklich richtig was aus. Also wenn ihr das Spiel auch schwer spielen solltet, dann hilft ihr euch tatsächlich richtig weiter am Ende. Die wird dafür sorgen, dass... Ich kann das jetzt einfach mal... Soll ich... Ach, nee, ich sag nichts. Nein, nö, warum auch? Wäre blöd. Dann bist du dir ja meine Videos lieber gucken, wenn ich das jetzt quasi vorwegnehme. Habe ich denn überhaupt schon mal so eine Kamera, so eine Knarre hier umgebracht? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Bisher habe ich die immer alle gehackt, oder? Weil Hacken hier so toll einfach ist und so. Ich habe im ersten Teil habe ich, glaube ich, die Dinger fast nie gehackt. Musste wirklich unbedingt sein. Aber hier kann man das ja schon mal machen, weil das ist ja relativ einfach. Nö. So, natürlich, auf dem Rückweg, damit das nicht so langweilig wird, sind jetzt hier überall tolle neue Gegner. Weil sonst müssen wir einfach nur geradeaus zurücklaufen. Wahrscheinlich hat die Lamp-Tante da dafür gesorgt, dass sie hier sind, um uns ein bisschen abzufangen. Die war freundlich, wie sie ist. Weil soll ja auch nicht öde werden. Wenn wir hier zurücklatschen durch Rapture... Ja, guten Tag. Tag. Die stellen jetzt natürlich freundlich mal so überall... Oh, cool, Raketenwerfer. Überall diese tollen Waffen auf. Die übrigens auch, wie im ersten Teil, häufig. Jetzt natürlich leider nicht. Schön, danke. Vorführeffekt. Häufig sehr viel oder relativ viel Munition bei haben. Im Gegensatz zu den normalen Splicern ist das tatsächlich teilweise deutlich mehr. Wer genau schießt hier auf mich? Du. Also, kann schon mal versuchen, mit einer knarrenden Roboter einen in die Schnauze zu hauen. Ist im Bereich des Möglichen. Irgendwer von diesen Typen hier hat noch irgendwie ein Tonband bei. Das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Deswegen... Also ich glaube, man kann jetzt hier theoretisch kann man wahrscheinlich einfach abhauen. Warum würde man das tun? Also warum würde man ein Spiel spielen, um es einfach, keine Ahnung, so schnell wie möglich zu Ende zu bringen? Da ist das Turm, das ich brauche, danke. Oder gesucht habe. Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Drop. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht im übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Läuft wohl ganz gut. Der Test vom Leo. Der alte Wemser quasi. Sollen wir hier noch irgendwas machen? Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nö. Wo wir nur einen Verbandskasten hier kriegen, das wäre doch mal eine feine Sache. Kriegen wir. Wie schön. Habe ich den jetzt gekauft? Nein, habe ich nicht. Danke. Warum auch immer mir das Ding jetzt keinen Verbandskasten gegeben hat. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Mach das doch mal. Ist immer gut. Fragen helfen und so. Also den meisten Leuten. Vielleicht ist es bei manchen ja auch schon zu spät. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen.
Aber bei mir geht das nicht so leicht. Okay. War jetzt auch nicht unbedingt meine Motivation, aber vermutlich bist du wichtiger als alle anderen und deswegen... Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Den hier meinst du? Sich die Tore. Ja, was eine Überraschung. Dafür ist das Ding wahrscheinlich sogar da, das ist ja unglaublich. Was genau hält mich jetzt hier auf? Mein eigener Roboter. Das ist nett, danke. Kann ich ihn mit der Bahn jetzt auch mitnehmen? Kann ich den mit der Bahn mitnehmen? Wäre natürlich echt edel. Ja, erzähl. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Nee, pfeifen brauchst du nicht. Was ich allerdings trotzdem brauche und mich sehr, 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 sehr darüber freuen würde, wären eure Likes und Comments und natürlich auch über jeden Subscriber. Mit allem, was er für mich tut, würdet ihr mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Des Weiteren möchte ich mich wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich winkenderweise mit meiner brennenden Hand oder Stopp. So, mit meiner tollen Elektrohand, winkenderweise. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.